So, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Ich wollte gerade 7 sagen. Wie komme ich auf 7? Luis. Luis, wir brechen den Funkkontakt ab, aber ich finde die richtige Taste nicht. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Leider, Ashley, leider, ist das ziemlich düsteres Foreshadowing. Leider können wir ihn nur im Stich lassen. Es gibt gar keine andere Wahl. Ich möchte ein... Capcom, ich möchte ein Patch für das Spiel, wo man ihn unter ganz gewissen Bedingungen retten kann. Oh, das wäre so nice, oder? Wenn man genau das Richtige zur richtigen Zeit macht, die richtigen Entscheidungen trifft, irgendwie was erfüllt, dann überlebt er. Am Ende. Ich finde es schon sehr... Ich mag ihn wirklich gerne. Ich mag ihn wirklich gerne, den Luis aus 4 Remake. Ich finde es sehr schade, dass der stirbt. Ich würde Ada Wong lieber... Ich würde Ada Wong vors Messer schubsen. Und dafür Luis retten. Das wäre für mich okay. Ich bin kein Ada-Fan. Okay. Wir gehen ins Labyrinth. Das Labyrinth war im Original meiner... Ich liebe es. Das Labyrinth war im Original meiner Meinung nach, meiner Erinnerung nach immer die Hölle. Ich habe es so gehasst. Ich fand es super gruselig, super schwer. Im Remake ist es ein bisschen entschärft worden, finde ich. Ich fand es eigentlich da sehr viel angenehmer, das Ganze. Aber... Ich bin sehr gespannt, was der Berserker-Mod jetzt draus macht. Der hat ja schon bewiesen, dass er ein paar echt schöne, unerwartete Ideen hat. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier plötzlich Regenerator treffen. Oder zumindest ein paar Garador, die hier so blind... Das wäre eigentlich ganz cool, ne? So Garador, die hier so blind durch die Gänge wanken. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir nur Wölfe. Mir fällt nicht ein, wie die Wölfe heißen. Oh, das ist echt blöd. Als Lore-Mensch, weißt du, ich bin schon kein Resident Evil Pro-Gamer, kein Speedrunner. Ich sollte wenigstens die Lore-Fakten wissen. Das ist immerhin mein Job. Aber ich habe so ein beschissenes Namensgedächtnis. Das funkt mir da immer dazwischen. Dammit, ich kann gar nichts. Was machen wir hier eigentlich? So. Schlange! Ashley, Vorsicht! Schlange! Oh Gott, das war der längste und nutzloseste Kampf gegen eine absolut harmlose Schlange. Die ist einfach nur im Kreis gekrochen und Liam war so, oh Gott, Schlange, Vorsicht! Ah, huah. Geh in Deckung, Ashley! Hey, warum? Ach so, wartet mal, ich muss nachladen kurz, dann... Ah, ich habe gerade was entdeckt. Ich kann noch ein bisschen Inventarplatz machen. Nice. Zack. Flutsch. Resident Evil 4 ist einfach perfekt. Ich meine, das Original genauso wie das Remake. Das Looten, das begrenzte Inventar, das Inventarmanagement, die Progression durch die Upgrades. So viel an dem Spiel ist einfach perfekt. Wirklich. Ich meine das jetzt nicht irgendwie... übertrieben metaphorisch oder so. Ich meine, wirklich perfekt. Was das Gameplay angeht, und dazu zähle ich eben auch das alles in Ordnung? Looten, ja, alles und bestens. Leveln sozusagen, ist das Spiel einfach perfekt. Perfekt. Und kein anderes Resident Evil ist da rangekommen bisher. Sag mal, bist du irgendwie ein Riesen? Der war gerade ein Riesenplagger, oder? Viele andere Resident Evil sind so ein bisschen in die Richtung gegangen. 5, vielleicht auch noch so ganz leicht 6, 8, sogar 7 ein bisschen vielleicht, ne? Aber keins davon auch nur ansatzweise so gut wie Original 4. Und zum Glück macht Remake 4, das würde ich schon sagen, genauso gut. Ich höre, hey, ohne Witz, mir fehlt in meinem zum 100. Mal durchgespielt Hauptsafe-Game
eine Statue von Salazar. Ich war immer zu faul, in dem Guide nachzugucken, wo die sind, aber ich habe nie alle gesammelt. Das ist so ein Achievement, das fehlt mir noch. Und ich glaube, das war die hier. Die habe ich, die, also die wüsste ich wirklich nicht. Oh, Krauser! Krauser ist im Labyrinth. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Finde ich auch lustig, muss ich sagen. Das macht voll Sinn. Ich habe damit nicht gerechnet, aber das macht tatsächlich Sinn. Der da gerade über den Zaun gesprungen ist, ne? Oh! Ihr könnt mir gar nichts, Wölfe. Ich habe jetzt einen Shiba Inu zu Hause. Im Vergleich dazu seid ihr wohlerzogene, brave Welpchen. Ich mache nur Spaß. Er ist ein wirklich lieber und toller Hund. Aber er ist schon wirklich auch sehr stur und anstrengend. Aber ja. Das mache ich jetzt zu so einem Running Gag, dass ich den schlimmsten Hund überhaupt habe. Aber ist er nicht. Er ist nur manchmal. Nur manchmal für ein paar Minuten ist er der schlimmste Hund überhaupt. Tinky Winky, Tipsy. Ich weiß nicht. Ihr wisst es, ihr kennt mich mittlerweile, ne? Keiner weiß, wo mein Hirn manchmal so hinwandert, auch ich nicht. Ich hab da keine Kontrolle drüber. Insane in the membrane. Insane in the brain. Das bin ich. Hey Sinua, du hast die Flagge gehisst. Hey Sinua. Ich weiß, das ist technisch gesehen Deutsch, aber es klingt super unnatürlich, oder? Sieh nur. Schau mal. Guck mal. WTF. All das klingt natürlicher wie hey, sieh nur. Ashley. Blöder Hund. Ist okay? Passiert. Kommt, schubst Ashley um und geh wieder. Finde ich lustig. Das war wirklich einfach nur ein Dick-Move gerade. Krauser. Was ist nur mit dir hier? Oh Mann, ey. Finde ich super lustig. Ist Krauser gerade ums Eck gekommen und hat Leon eine Schlampe genannt? Habe ich das richtig verstanden? Da habe ich so ein lustiges Meme gesehen. So, wartet mal. Ashley. Ich habe so ein lustiges Meme gesehen, und zwar die These, dass Star Trek Next Generation einfach nur eine Gesellschaft ist, in der neurodiverse Menschen die Mehrheit sind und unter Anführungsstrichen normale Menschen ohne ADHS, Autismus und so weiter sind die Ausnahme. Und dann sind die so die Crewmitglieder durchgegangen und was die für Anzeichen von Autismus oder ADHS oder sowas haben. Und das passt schon natürlich fantastisch, ne? Ich meine, Data allen voran ist eh ganz klar, versteht menschliche Emotionen nicht. Und Picard ist ein totaler Shakespeare-Nerd und mag soziale Events nicht und mag Kinder nicht.
Und Jordi ist auch ein totaler Technik-Freak, der socially awkward ist. Worf, genauso, kann nicht so gut mit Menschen. Passt alles perfekt. Und dann sind die so der Reihe nach die Crewmitglieder durchgegangen und dann kam Riker und da stand einfach nur Slut. Also Schlampe. Und das ist deswegen ein bisschen lustig, weil Hyperaktivität ist tatsächlich bei neurodiversen Menschen, habe ich Hyperaktivität, Hypersexualität ist bei neurodiversen Menschen tatsächlich weit verbreitet. Das ist ein Ding. Und das so humoristisch mit Slut bei Riker runterzutreffen, ist lustig. It's funny, cause it's true. Alle wollen mich umarmen. Ashley! Oh Gott, ey, ich hab so Angst, Ashley zu erschießen. Geht's dir gut? Okay, cool, Ashley, wir sind die Besten. Team Turbo Turtles nennen wir uns jetzt. Oh, Team Turbo Turtles, assemble! Team Turbo Turtle hat wieder zugeschlagen. Okay, gehen wir auf den Fahnenturm und hissen die Segel. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Tada! Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Aber wirklich, Ashley, komm, ich höre Hunde bellen, wir gehen. Wir gehen, Ashley. Damit haben wir nichts zu tun, was da hinten los ist. Wir haben genug damit zu tun, was uns hier jetzt gleich erwartet, wahrscheinlich. Nee, nicht? Keine versteckten, bösen, geheimen Monster? Hm, es ist zu still für diesen Mod, meiner Meinung nach. Bin sehr gespannt, wie sie jetzt die Rätsel verändert haben, auf die wir gleich stoßen. Die einzelnen Arenen. Kann nicht weit sein. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Erstmal. Da ist wieder das Bayerische durchgekommen. Und blaue Medaillons. Waren wir in dem Mod schon mal beim Schießstand? Gab schon mal einen Schießstand hier in dem Berserker-Mode? Achso, der funktioniert auch nicht, ne? Hm, okay. Na gut, Händler. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Oh, hätte selten so gern 36.000 Peseta gehabt. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. So gut wie neu. Kleinigkeit. Ah, die beiden Sachen... ne, in Ordnung zu halten. Ey, jetzt haben wir endlich die Spezial-Upgrades und die höheren Stufen. Perfekt, okay. Leider sind wir arm. Aber das können wir verkaufen. Ob den Rest würde ich mal noch behalten. Macht keinen, ein hervorragender Deal. Ich finde es gerade ein bisschen sehr schade, dass ich mir das Koffer-Upgrade nicht leisten kann, ne? Ich kaufe fast alles. Köstliches Upgrade, aber wo will 6000 Pesetas hernehmen? Komm jederzeit wieder. I'll be back. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Na gut. Ach so, da kommen wir aus dem Ritterraum raus, klar. Sieh mal die Statue da oben.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Ashley-Passage. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, was die aus der Ashley-Passage gemacht haben. Ashley-Passage. Oh mein Gott, bin ich gespannt auf die Ashley-Passage und ich habe Angst davor. Hier bleiben. Du bist ein optionales Missionsziel. Tut mir leid. Nein. Was ist mit der? Oh, falscher Knopf. So, danke. Die haben hier keine Gegner drin. Ich hätte erwartet, dass jetzt Ritterrüstungen auf uns zukommen. Essen? Hier? Nee, danke. Aber Ashley, wie lange bist du schon hier? Willst du mir erzählen, dass du seit Wochen nichts mehr gegessen hast? Ich schätze mal, die haben einen Plagger drin, ne? Wer weiß, ob die noch essen müssen. Aber gut. Wie war das gleich nochmal? Ich glaube, hier ist Ashley, ne? Ich schau lieber mal kurz. Serviette, Glas, Besteck, Tellerchen. Ach so, aber keine Weinflasche. Nee, da muss ich hier sitzen. Hey, hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. War das falsch? Es passiert nichts. Ach so, weil ich brauche ein Törtchen auch noch, natürlich. Ohne Törtchen, ne? Leon! Ashley! Richtig. Vorhänge aus Kevlar. Bin beeindruckt. Schlangenkopf. Oh, wo bin ich denn hier jetzt reingestolpert? Guckt mal. What? Nein. Was? Guckt mal. Neue Gegner. Wie toll. Wie toll. Okay, ich brauche eine Blendgranate, bitte. Was ist das? Hey, Leute. Gibt's irgendeine Stelle im Spiel, wo Ashley auf so rote Leute trifft eigentlich? Und drauf reagiert? Wisst ihr, was ich meine? Okay, ich hätte gern noch eine Blendgranate. Können wir das organisieren? Ja, danke. Hui. Augen zu. Augen zu und durch. Ja, nice. Oh, das war dumm. Okay. Puh. Hey, danke für die Reichtümer. Die kann ich wirklich gut brauchen. War das unerwartet und cool. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, die haben bestimmt Gegner im Rätselraum platziert und dann bam, von wegen. Ne? Und dann auch noch, hatten wir die schon mal? Mir kommt das nämlich bekannt vor, dass die Gegner sind. Oder habe ich einen Screenshot von dem Mod irgendwie gesehen, wo die gezeigt werden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, ich meine, wir hatten die jetzt tatsächlich zum ersten Mal, ne? Finde ich mega, mega gut.
Ach ja, genau. Alexandrit, ich bräuchte noch einen runden Stein eigentlich. Das wäre nice. Warum tust du willkommen? Oh, was kann ich dir gut Aber tun? Den Spinelli können wir verkaufen. Danke. Und jetzt kaufen wir uns erstmal das wunderschöne Koffer-Upgrade. Der ist ziemlich groß. Ich liebe es. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Geh sorgfältig damit um, okay? Und schon sind wir wieder pleite, aber das war's wert. Ja, jetzt können wir mal auf Waffen-Spezialisierungs-Upgrades hinarbeiten. Angriffskraft. Angriffskraft 1,5-fach. Keine Sorge. Mhm. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer 5-fach. Wenn du auch nur den Hauch einer Angriffskraft, willst, solltest du übers kritische Treffer. Ich kann mir vorstellen, dass die Stingray mit dem Upgrade ein ziemlich guter Bosskiller wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein ziemlich guter Alleskiller wird. Ich tendiere fast dazu, mich auf Pumpgun und Broken Butterfly zu spezialisieren jetzt mal. Nam 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 nam. Köstliche Waren hast du wieder gehabt für mich. Ah, wir haben wieder ein bisschen Schießpulver im Angebot. Ach komm, die 400 Peseten hau ich noch für 400. Gute Entscheidung. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum der 10-mal Schießpulver steht, 12 von 30. Stirb mir da. Wenn ich dann ins Inventar gehe, habe ich jetzt aber nicht irgendwie 40, sondern 4 gekauft. Also irgendwas stimmt da nicht. Aber okay. Ich hasse das automatische Sortieren. Warum mache ich es immer wieder? Warum tue ich mir das immer wieder an? Okay. Draußen nicht weg. Ich versuch's. Das wäre wirklich scheiße, wenn ich sterben würde, ne? Dann hätte der Händler kein Geschäft mehr. Aber andererseits, wer weiß, wie viele Leute noch jetzt gerade im Dorf unterwegs sind und sich da irgendwie durchkämpfen und mit denen Handel da auch. Wir wissen's ja nicht, ne? Könnte sein. Wollen wir zurückfahren und ein bisschen optionalen Schissel machen? Warte mal, wir brauchen erst, das machen wir zwar, aber wir brauchen erst den Würfelschlüssel. Dann macht Sinn, dass wir ein bisschen backtracken. Sieh dich um, dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ich speichere einfach nochmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht gerade eben schon gespeichert habe. Ich glaube schon. Und jetzt machen wir für heute schon wieder Schlussi. Schlussikowski. Beim nächsten Mal haben wir noch 2 Rätsel zu lösen. Und dann fahren wir wirklich zurück und machen ein bisschen Backtracking-Action. Schatzsuche, upgraden. Na, können wir, glaube ich, gut brauchen, bevor wir dann weitergehen. Ja. Hollerie, du Dödel, du. Bis dann. Tschüssi.